herzlich willkommen zurück bei Dragon Ball Z Dokkan Battle. Ja, der neue SSJ 3 Broly ist auch endlich bei Global angekommen. Wahnsinnig verzögert. Und wir springen gleich mal in den Super Schwierigkeitsgrad Bosskampf rein, beziehungsweise Super Schwierigkeitsgrad 2. Und ja, der Broly ist recht stark, erinnert sich an den alten Kampf. Er hat wieder einen Passiv, der ihn quasi unverwundbar macht und den muss man überwinden. Und das geht nur mit dem Linkskill Limit Breaking Form, was ausschließlich Super Saiyan 3 Charaktere haben. Und da ich jetzt kein Team habe, wo es zu viele SSJ 3 Charaktere gibt, suche ich jetzt nach einem SSJ 3 Angel Goku Friend. Nein, natürlich Dokkenbänken, nicht den von hier, weil ich den leider selber noch nicht habe. Und zeige euch gleich mein Team, wie ich das ungefähr lösen werde, das Problem. Jo, willkommen zurück. Ich habe es endlich geschafft, einen Goku zu finden. Ich weiß nicht, ob ihr mir das jetzt glauben werdet, aber ich habe gerade 27 Minuten nach einem Friend gesucht. Egal, jetzt schaut euch mal das Team an. Wir haben den Goku als SSJ 3, klar, Gotenks als SSJ 3, der muss ersatzweise für den Goku auch hinhalten, weil ich einen Angel Goku nicht habe. Das Rest des Teams ist wie folgt aufgebaut. Wir haben nochmal einen SSJ 3, der, wenn sein Passiv launcht, recht gut ist. Ansonsten haben wir die beiden LR. Satan vor allem zur Verteidigung. Goku kann critten und wenn er crittet, ist der Passiv von Broly in dem Moment auch ignoriert. Den Bardock habe ich dabei, weil bis zu dem Moment, wo der Broly SSJ 3 geht, kann man ihn noch sealen. Das ist also gut. Und er linkt perfekt mit dem LR Goku. Und den SSJ 4 Gogeta habe ich dabei, weil er zum einen critten kann und weil er zum anderen kontern kann. Also er hat die offensive und die defensive Aufgabe. Wichtig ist hier, dass wir den Gotenks hier und SSJ 3 Angel Goku in Rotation halten. Das ist wichtig, weil die beiden sind die Mains, die haben auch beide den richtigen Link und sind auch beide die stärksten Angreifer in dieser Situation. Die müssen wir auf jeden Fall in Rotation halten. Für den ganzen Rest ist es egal. Okay, wir können direkt reinspringen, tun wir das auch. Der erste Kampf ist physischer Natur gegen Baseform Broly. Das sollte mit dem Team klappen. Perfekt, jetzt haben wir auch schon den Link-Skill generiert, leider. Oh doch, wir schaffen es sogar, 11 Ki zu launchen. Perfekt. Super perfekt. Klar, mit dem Gogeta würde der Gotenks so gesehen besser linken. Das ist völlig offensichtlich. Aber wir brauchen das in dieser Situation gegen Broly mal nicht. Wir launchen auf 1 Million hoch. Das ist recht akzeptabel dafür, dass wir nur ein 70% Leader benutzen. Und quitten mit 1 Million. Schön, ich hoffe auch, dass die anderen dann quitten, wenn ich es brauche. Der hier geht mit seinen 180% Buff rein, der scheinbar gelauncht ist. Und erledigt die Sache. Wow! Richtig cool. Richtig cool. Jetzt haben wir hier Broly als Super Saiyajin. An seiner Seite ist Paragus. Ihr müsst wissen, Broly ist in dieser Runde unbesiegbar. Wir müssen nur Paragus besiegen. Das wissen scheinbar viele nicht oder haben viele verpennt. Eigentlich muss ich dich rausschmeißen, weil ich dich mit den SSJ 3 zusammen brauche. Also greifen wir Paragus an. Und ich mache es eigentlich gerade so gesehen falsch, weil eigentlich hätte ich... Naja gut, Goku macht trotzdem SA. Aber eigentlich hätte ich den stärkeren SA auf Goku gebraucht. Und Angel Goku kommt nicht an sein SA rein. Nein! Egal. Ja, Ella Satan ist relativ passiver Charakter. Das ist recht gut. Wir launchen auch so einen 18-Key-Finisher. Auch nicht schlecht. Und quitten sogar noch. Perfekt. Besser könnte es gar nicht laufen. Jetzt macht Goku noch. Ella Goku noch sein Kamehameha. Leider den schwächeren Finisher. Ist aber akzeptabel dafür, dass wir die gesamten Angriffe weggetankt haben. Und der Goku muss leider die Runde mal aussetzen. Ist akzeptabel. So, die kommen wieder alle weg. Oh, schade. Ich brauche leider die Verteidigung von ihm. Da muss er leider seinen 12-Key-Finisher machen. Das dürfte vielleicht sogar reichen, um den Paragus trotzdem zu besiegen. Dorkmeter will ich parallel auch noch auffüllen, so gut es geht, weil spätestens beim SSJ 3 Broly ist ein volles Dorkmeter nicht schlecht. Wir chargen auf 600k. Naja, akzeptabel. Quitten ihn aber weg. Gut, seht ihr, und die Runde ist schon geschafft. Der Broly ist also völlig irrelevant. Ich muss ganz kurz kontrollieren, ob ich noch mitfilme. Bitte nicht wundern. So, sorry für den Cut. Nur wie gesagt, wenn ich hier kontrolliere, ob ich mitfilme, berühre ich unter anderem meinen Bildschirm und dadurch, schneide ich das halt immer im Nachhinein raus. So. Die Runde läuft ja mal. Uiui, wie stelle ich das jetzt an? Ich vertraue mal Mr. Satan, da er tanken kann. Ich hätte jetzt auch Gogeta da lassen können für die Konter, weil eine hypothetische Konter. Mache ich mal nicht. Wisst ihr was? Ich riskiere es mal mit Gogeta SA zu machen. Vielleicht quitten wir ja.
Das wäre ja gut. Und Elder Goku ist ab jetzt auch irrelevant. Also ab jetzt sind generell alle nicht SSJ3s relativ uninteressant für uns. Wir quitten trotzdem noch mit Satan. Und tanken wir gut? Ja, wir tanken sogar richtig gut. Nice, 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 nice. Oh, perfekt. Boah, das wäre so gut, wenn er jetzt auf SSJ für Gewitter einen SA machen würde, weil dann würden wir ihn eventuell sogar noch kontern. Wir gehen mit 900k rein. Jetzt bin ich nur gespannt, ob auch so viel durchgeht. Also wenn wir quitten, ja. Wenn wir nicht quitten, wird wahrscheinlich nur so 100 Damage gemacht. Ja, 128, lol. Okay, jetzt kommen wir wieder zu der wichtigen Rotation, die jetzt endlich so aufgestellt ist, wie wir sie haben wollen. Nice. Richtig nice sogar. Oh mein Gott. Perfekte Situation. Wow. Geil. 11 Key-Finisher von Gotenks plus Finisher von SSJ3 Angel Goku. Und dem anderen auch noch, der auch sein Passiv, glaube ich, aktiviert hat. Wow, das ist genau die optimale Rotation, die ich bei diesem Team benötige in diesem Bosskampf. Nice. Und könnte es sein, dass zum allerersten Mal auf meinem Kanal der Finisher vom Angel Goku zu sehen ist. Ich weiß nämlich nicht, ob ich ihn jemals auf meinem Kanal bis jetzt benutzen konnte, da ich ihn selber nicht habe und auch nie als Friend benutzt habe bislang. Das ist also ein Debüt, so spät. Nice, wir haben Broly besiegt, jetzt kommt der SSJ3 Broly. Alles klar, jetzt wird der Kampf nochmal ein bisschen spannender. Wie viele Lebensbalken hat er, 6 oder 7? 7, natürlich. Puh, Mann, oh Mann, oh Mann. Ich muss es eigentlich so lassen. Ja, muss ich. Damit die Konterer... Nein, ich will eigentlich... Shit. Naja. Ich aktiviere mal... Ein Jammer. Hauen wir mal ein Jammer raus. Warum nicht? Können wir uns erlauben. Und leider macht der Satan hier einen Finisher. Eigentlich wollte ich die grünen Orbs für später aufheben. Als ob wir direkt auf Bardock gesupert werden. Natürlich. Als ob. Wir haben Jammer aktiviert, ne? 50%, wenn das jetzt, wie viel? Ja, okay, 60k, wow, da sieht man der Broly schon stark. Okay. Dadurch wird Gogeta nicht kontern, aber wenigstens hat Gogeta eine gute Verteidigung. Wenn er jetzt quitten würde, wäre witzig. Wenn ein Satan Schaden an Broly ausrichten kann, wenn es nicht mal SSJ4 Gogeta schaffen könnte. Nein, auch nicht. Okay, wenigstens tanken wir jetzt nochmal. Perfekt, perfekt. So, wieder meine Lieblingsrotation. Muss ich diesmal so rum machen. In der Hoffnung, dass wir hier ja auf 11 Key kommen. Geil! Genauso muss das sein. Ich heile mich jetzt einfach mal nur. Ich mache jetzt kein defensives Item. Ich hoffe, das war kein Fehler. Und hier versuchen wir noch eine Crit-Wahrscheinlichkeit mit Elder Goku zu bekommen. Falls wir so weit kommen. Ich bin mal gespannt, wie viel wir mitziehen. Oh, da haut uns aber ordentlich auf die Omme. Okay, Angel Goku legt los. Leider nicht optimal. Ich habe, glaube ich, nur den einzigsten Rainbow Orb in reingepumpt. Aber wir schauen mal nach, was rauskommt. Yay, 1 Million. Nicht schlecht. Jetzt kommst du dran. Boah, wenn er quitten würde. Das wäre einfach so geil. Du hast doch ein Crit Level 15, meine ich, oder 14. Mach doch mal. Ja, okay, 1,1 Millionen kann man akzeptieren. Schaden macht der Broly aber trotzdem guten, selbst beim richtigen Linkskill. Was ich cool finde, dass der Kampf anspruchsvoll ist. Und wir ziehen gar nichts, natürlich. So, wir haben zu den SSJ3, der kann aber nichts machen. Wir Ghost Usher mal kurz die Runde. Denn wir können eigentlich gar nichts machen. Nichts Vernünftiges zumindest. So, mal schauen, ob wir mit SSJ4 Gogeta quitten können. Das wäre witzig, aber nächste Runde haben wir sicher gewonnen. Also das läuft stabil, auf jeden Fall. Das Video ist übrigens nach diesem Bosskampf noch nicht vorbei. Ich werde nämlich gleich noch einen zweiten Bosskampf aufnehmen, den ich in dieses Video mit reinschneide. Und zwar werde ich ein richtiges SSJ3-Team aufbauen, dafür halt unter nicht optimalen Leaderbedingungen. Mal schauen, ob das klappt. Geil, optimale Bedingungen, sogar 3 Rainbow Orbs. Also wie gesagt, nach diesem Bosskampf geht das Video für euch ganz normal weiter, also nicht abschalten. Ich werde wie gesagt noch einen Run mit reinschneiden, wo ich mal nur Limit-Breaking-Charaktere da in ein Team zusammenwerfe. Bleibt also dran.
Aber erstmal müssen wir den Kampf schaffen, bevor ich schon davon rede, dass wir nach dem Kampf sind. Und Goku dürfte das jetzt eigentlich packen. Ja, als ihr seht, jetzt hat er schon 200k mehr Angriff, nur dafür, dass wir 3 Rainbow Orbs mehr aufgehoben haben. Also 2. Ist schon nice. Und schaffen wir es? Yes! SJ3 Broly offiziell besiegt. Coole Sache. Gibt es auch die 7 Medaillen, die ich tatsächlich brauche, denn man kann diesen physischen Broly, den es früher im alten Broly, wenn es zu farmen gab, jetzt auch auf SSR3 Broly hochawaken. Und ich würde mir den Grind antun, würde ich eines Tages SSR3 Broly bekommen, würde ich tatsächlich mir diesen Grind antun, weil SSR3 Broly ist sehr viel besser, als viele gedacht haben. Aktuell ist er wieder richtig im Hype, gerade auf der japanischen Seite, wo man ihn schon besser nutzen kann als bei uns. Ich würde auch jetzt sagen, er ist bei uns aktuell noch nicht völlig ausschöpfbar, wird das aber bald werden. So, wir kriegen noch den Dragon Stone, weil wir es erstmal abgeschlossen haben. Da sind die Medaillen. Es gibt einen kurzen Cut und wir sehen uns im zweiten Run wieder. Bis gleich. Hier kommt mein zweiter Lösungsansatz. Und zwar versuchen wir es jetzt mit diesem Team. Ich habe zweimal Vegeto Blue als Leader genommen, weil halt eben allen Super-Types Prozent gibt. Sind zwar nur 50%, dafür haben wir aber jetzt ein Team, was ausschließlich bis auf Vegeto aus dreifachen Super Saiyajins besteht. Was ist, wie gesagt, ein reines Experiment. Ich sage nicht, dass das der Lösungsweg ist. Ein Riesenproblem wird unter anderem sein, dass wir wahrscheinlich richtig wenig HP haben. Ja, oh Gott, 160.000, okay. Das könnte, oh ja, und wir werden noch direkt in ein Damage-Feld reinlaufen. Jo, läuft bei uns auf jeden Fall schon mal sehr gut. Na, wir schauen mal nach, was dabei passiert. Wir haben sehr verteidigende Items dabei. Mal schauen, ob man ohne Continue durchkommen kann. Also ohne ein Continue einzulösen, weil das würde ich nicht tun wollen. Und das würde ich auch nicht tun, falls ich sterbe, habe ich Pech gehabt. Dennoch können wir mal dieses Team hier austesten, wenn wir es endlich mal schaffen, zum Broly durchzukommen. Ja, okay. Noch ein paar Trainings-Items eingesammelt auf dem Weg, denn super. Also starten wir die zweite Runde. Ich bin jetzt echt sehr gespannt. Vor allem das Team ist gemischt, wir haben alle möglichen Types, aber es fängt eigentlich gar nicht mal so schlecht an. Mist. Ja, wir kriegen bei dem... Oh je, soll ich so machen? Ja, wir müssen eigentlich die dreifachen Super Saiyajins in Rotation halten wegen dem Link-Skill später. Okay, okay, okay. Machen wir es halt so. Und hoffen aufs Beste. Wir sind natürlich jetzt, man merkt es schon, deutlich empfindlicher für Angriffe und oh Gott. Selbst ein 11-Key-Finisher ist gerade mal auf 700.000 gecharged und zieht gerade mal nur 470.000. Also ich habe das Gefühl, das Experiment wird schief gehen, wenn wir jetzt schon so schwach sind. Aber wie gesagt, Experiment ist Experiment. Wobei gegen Int Kid Buu, auch im 120% Leader, habe ich damals auch mit einem Vegeto Blue Team besiegt. Also könnte es ja jetzt auch klappen. Geil, wir konnten mal wieder. Lange her, dass ich das gesehen habe. Juhu. So, dann haben wir hier alles am Start. Machen wir auf jeden Fall so. Ja doch, das haut hin. Perfekt. Mal schauen. Den Goku habe ich jetzt hingeschoben, weil er natürlich als STR-Type Schutz hat vor dem physischen Typ. Type. Und schaffen wir es? Nein, viel zu schwach. Jetzt wäre natürlich auch mal wünschenswert, dass der Goku zum Wehraffen wird. Oh Mann, das wird wehtun. Na, obwohl trotz Type-Schutz 26 ist okay. Angel Goku am Start. Leider nur SR1 immer noch. Aber wenigstens 44 oder 41% Jupe-System und dafür ein Additional Attack. Okay, kann man hinnehmen. Yes, wir schaffen es noch diese Runde. Geil. Okay, es hat jetzt 2 Rotationen gebraucht, den Broly rauszunehmen. Könnte auch natürlich auch nur eine dauern. Kann man jetzt nicht ändern. Jetzt wird's richtig schwer. Jetzt müssen wir nicht erst Paragus wieder rausnehmen. Oh Mann. Den Vegeta schiebe ich da hin, weil er blocken kann. Wenn ich so mache, dann kriegt er seinen... Muss ich es leider auf 10-Key ankommen lassen. Wir müssen es auch mal heilen, unser Leben ist schon fast weg. Also ab jetzt wird es richtig brutal, aber richtig brutal. Ich will eigentlich noch kein defensives Item einsetzen. Ich hoffe, dass ich mir das aufsparen kann,
bis wir zumindest beim legendären Super Saiyajin Broly sind. Oh Mann. Es ist für mich gerade mega spannend. Nur 500k, Mann. Da merkt man auch schon wieder, was ich schon vor langer Zeit erwähnt habe. Vegeto Blue ist echt outdated. Diese 50% Leads sind so schlecht. Also bei Extreme Type geht sogar noch, weil die Karten haben wenigstens Gimmicks und können irgendwas. Aber hier mit Super Type ist es echt mega schwach. Es ist halt einfach sehr ungewohnt zu sehen, dass zum Beispiel auch ein SSJ4 Goku gerade mal nur auf 600k charged, obwohl er eigentlich immer bei fast 2 Millionen ist in seinem eigenen Team. Und wenn es so weitergeht, müssen wir uns pro Runde eigentlich schon heilen. Ich glaube, ich lasse es so. Weil wir dann, ja doch, lasse ich mal so. Dadurch haben wir die optimale Verteidigung für diese Runde. Ich muss mich aber trotzdem nochmal heilen. Muss ich das? Ja, falls ich gesupert werde. Mist! Verdammt! Es läuft nicht gut. Es läuft nicht gut. Ist auch, wie gesagt, ein schwaches Team. Aber ich sag mal, Vegeto Blue haben heute wahrscheinlich mehr als andere Leader, die man haben kann anstattdessen. Das heißt, ich versuche hier nur einen Guide aufzustellen, ob man es mit diesem Team überhaupt schaffen könnte. Also Baragos haben wir, na, ist noch auf einem guten Weg, ihn platt zu machen. Oh, geil. Vegeto Blue in Topform. Broly, sie dürfen mir nichts ziehen. Nö. Ich hoffe, dass sie den Paragus schnell loswerden. Wie gesagt, es wäre so wünschenswert, wenn er jetzt tatsächlich mal Werfe wird, weil in meinen Videos wird er eigentlich immer zum Werfen. Und jetzt, wo ich es einmal quasi brauche, macht er es nicht. Naja. Im Vergleich zu anderen Top-Tier-Teams sind natürlich auch die meisten Charaktere hier nicht so im Hidden Potential-System erweitert, ausgeweitet. Genauso wenig haben sie SA10, nur die wenigsten hier. Oh, ich hoffe, dass der Goku, dass Vegeto Blue ihn killt. Weil dann könnte mein Gotenks auf seinen Broly ziehen. Na, wir schauen mal nach, was rauskommt. Ich riskiere, wie gesagt, ziemlich viel hier. Ja, damit habe ich gerechnet, dass wir gesupert werden. Das wird jetzt richtig schmerzhaft. Oh Gott, dann sind wir eigentlich schon tot. Wir sind eigentlich schon richtig tot. Oh, hat es gereicht? Ach, man muss nur den Paragus besiegen. Oh, das habe ich ja voll vergessen. Ups. Geil, okay. Dann passt es ja. Dann sind wir gar nicht so schlecht dran. Ab jetzt brauchen wir halt den richtigen Passiv sei schon, den richtigen Link-Skill. Den haben hier beinahe alle. Wir haben auch Type-Schutz, das ist schon mal richtig nice. Wir können ihn eventuell stunnen, das ist schon mal gut. Und ich muss mich wieder heilen. Oh, meine Güte. Es haben schon Leute mit schlechteren Teams geschafft, ihn zu besiegen. Ich hoffe, dass es klappt. Es wäre, wie gesagt, einfach nur nice. Der Vegeto Blue dürfte hier eigentlich keinen spürbaren Schaden machen. Und zum Glück ist der SSJ3 Vegeta ein guter Blocker. Bin mal gespannt, was wir mit dem richtigen Linkskillern Schaden machen. Okay, so weit nach oben geht es jetzt nicht. Wir werden gesupert. Ein Glück, dass es auf meinen Verteidiger geht. Der sogar noch den richtigen Linkskill hat. Yo, meine Güte. Das war jetzt richtig Luck. Wir haben hier Type Advantage plus Linkskill. Ja, okay. Wir angeln uns hier so langsam durch. Wie gesagt, wenn jetzt ich sag schon Phytanks, wenn jetzt der SSJ3 Tech Tanks, ja, Gott, kein Schaden, sein Super macht, wäre das halt so geil. Ja, du brauchst jetzt nicht so auszurasten, Vegeto Blue. Du bist ab jetzt irrelevant geworden, wie immer. Ach ja, klar, Crit geht. Oh, wenn Crits halt doch durchgehen, habe ich nochmal ein paar Ideen für ein paar nette Teams. Gott, packe ich das alles in ein Video oder mache ich da mehrere draus? Egal, lass uns erstmal die. Ach du Schande. Nur aus Verteidigungsgründen schiebe ich mal den dahin. Leider können wir nicht den 11 Key Finisher launchen. Das wäre natürlich super geil gewesen. Aber mein Gott, Tanks ist ein guter Critter. Also vielleicht schaffen wir mit einem Crit durchzukommen. Das würde es wieder gut machen. Ja, Vegeto Blue. Ich habe doch schon gesagt, du musst nicht so ausflippen. Du bist irrelevant. Außer du crittest. Das wäre natürlich optimal. Jetzt sehen wir mal kurz durch. Wir haben jetzt schon drei Angriffe in dieser Runde plus Crit. Vier Angriffe und jetzt kommen auch die ganzen Konter dazu. Wie oft kann Vegeto Blue in einer Runde angreifen? Jetzt kommt der fünfte Angriff. Mein Gott, der hält aber nicht so viel aus. Sechster Angriff. Wow. Und da macht mein Vegeto Blue gerade ein bisschen. Oh, Schande. Sieben Angriffe meine ich. Wow. Und wenn wir richtig Pech haben, sind wir tot, weil falls er auf den SSJ3 Goku supert, sind wir verloren.
Okay, wie viel gehen da jetzt ungefähr durch? Ich hoffe, dass wir quitten. Das wäre so geil. Ja! Ich hab's gecallt. Oh, vielleicht klappt's. Weil wir haben gerade echt wenig Leben. Eigentlich muss der Goku ihn jetzt besiegen. Bitte, 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 bitte. Yes! LOL! Was für ein Zufall. Und hier kommt der SSJ3 Broly. Brokkoli. Alles klar. Ja! Habe ich auch gecallt und warum auch immer ruckelt es gerade wie Sau und wir wandeln uns deswegen in Slow Motion zum Werfen. Ja, ist ja gut. Problem ist, ich sehe meine Rotation gerade nicht. Weil, wie mir Berry Blue erklärt hat, sind die Charaktere hier unten wie die normale Rotation. Das heißt, wenn ich den nach rechts schiebe, würde ich auch den Charakter, der da war, nach rechts schieben. Ich vertraue jetzt einfach mal blind auf das, was da unten ist. Ich glaube, wir machen hier gar keinen Schaden. Wir dürften keinen Schaden machen, wir haben kein Linkskill, wir haben kein gar nichts. Wir sind halt einfach nur für diese Runde zumindest unverwundbar. Das ist cool. Wow. Da sieht man aber, was für einen Schaden ungefähr macht. Der hat jetzt schon 50k mit dem Schlag gezogen. Also das ist schon nicht bad. Wir ziehen nichts, ne? Jo. Okay. Naja, wie gesagt. Wenigstens bleiben wir mal ein bisschen vom Schaden verschont. Eigentlich sogar richtig schlecht, weil ich meine Rotation nicht sehen kann. Und die könnte jetzt voll durcheinander gewirbelt sein. Unwahrscheinlich. Hätte uns gesupert? Ja, okay, es hat sich doch gelohnt, dass wir Werfe waren. Aber sowas von. Wow. Wie viel hat das jetzt gezogen? Sag mal. Ja, 170k, wir werden weg. Wir haben noch nicht mal so viel AP. Shit, ich sehe halt einfach nicht, was wir unten für Charaktere haben. Ich muss mich jetzt so blind drauf verlassen. Ja, und wenn ich auf Rotation gehe, sehe ich nur uns toll. Also uns, nur den Werfen. Lass ihn mal die Orbs zusammenfallen, dass wir mit anderen Charakteren wenigstens SAs launchen könnten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da haben wir uns durchgeprügelt. Wandeln uns zurück. Wie sieht's aus? Yay. Ich habe genau die Rotation bekommen, die ich nicht haben will. Er greift da zweimal an und da zweimal. Ich setze noch einmal einen Dende ein. Ich muss halt hoffen, dass er mich nicht supert. Wenn er mich supert, haben wir verloren. Aber sehr knapp. Wenigstens hat jeder Charakter, den richtigen Linkskill und ich versuche das Token-Meter so voll wie möglich zu pumpen, dass Gotenks. Shit! Och du Schande! Schaut mal auf die Rotation. Gotenks macht nächste Runde gar keinen Schaden, weil er mit niemandem linken kann. Oh mein Gott, ist das schlimm. Das ist wirklich schlimm. Das heißt, ich muss das Token-Meter noch so lange ausstrecken, bis er wieder in Rotation kommt. Also noch drei Runden müssen wir durchhalten. Schön, dass ich nicht Deutsch reden kann. Die haben jetzt zwar alle irgendwie. Naja, mal schauen, was so durchgeht. 400k, nice. Ja, der Goku ist nicht schlecht. Stun können wir leider nicht. Das wäre jetzt sehr wünschenswert gewesen. Haben wir noch da. Ach du Schande, ich hoffe, dass unser Passiv noch aktiv ist, dass wir tanken. Weil wenn nicht, haben wir verloren. Yo. Okay, schade. Trotzdem vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst Like und Abo da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video, Jungs. Macht's gut, bis dahin. Ciao.